abgedroschen an, wenn man das so sagt, aber es gibt viele, viele, viele Offiziere an Bord und auch Crew, sei es aus der Galley oder Housekeeping oder so, die sind wirklich seit Jahrzehnten bei Cuba. 10, 20, 30 Jahre ist normal. Ja, sehen alle natürlich frisch aus. Das erste Bild. Und viele sind inzwischen, viele sind auch von Princess oder Kino. Hier zum Beispiel der Hotelmanager David Stevenson, der ist vor 10 Jahren oder so von Princess gekommen. Jonathan Lever ist Chief Porter, der ist gerade ausgestiegen, der ist seit 30 Jahren bei Cuba. Wow. Der war wirklich hier so ein... Der wohnt ja hier schon. Der ist hier als Page da angefangen auf der QE-Tour und jetzt ist er Chief Porter. Wir hatten eine weibliche Hotelmanagerin, Jackie Hodgson, die war 40 Jahre bei Cuba, die ist gerade in Rente gegangen, aber um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern wollen. Aber die hat angefangen auf der QE-Tour, da hat die nachts die Teppiche gesaugt. Und sie ist gegangen als Hotelmanager. Und das ist halt echt so cool. Das sind wirklich diese wahren Geschichten wirklich. Ja? Und viele, den kenne ich, mit dem habe ich vor 15 Jahren am Schiff gearbeitet. Amanda ist auch ein Urgestein. Die war vorher noch, die war früher das Face of Celebrity, glaube ich, war auch schon 20, 30 Jahre her. So, die gestern da auf dem Deck kamen, ne? Ja, genau. Amanda ist seit Urzeit dabei. Hier, Rosmarie Christina ist Österreicherin, die ist auch sehr.